Zum Thema elektrische Ladung. Die Physiker haben festgestellt, dass man gewisse Gegenstände durch Reibung elektrisch aufladen kann und dass es zwei verschiedenartige Ladungen gibt, die sie mit Plus und Minus bezeichnet haben, ohne aber zu wissen, woraus Elektrizität eigentlich besteht. Wenn man zum Beispiel einen Gummistab an einem Fell reibt, so lädt dieser Gummistab sich negativ auf und das Fell positiv. Und woran erkennt man, dass ein Gegenstand elektrisch geladen ist? Elektrisch geladene Gegenstände ziehen zum Beispiel kleine Papierfetzen an. Die Physiker haben ebenfalls festgestellt, dass zwei gleichartige Ladungen sich abstoßen und zwei verschiedenartige Ladungen sich anziehen. Plus und Plus stoßen sich ab, Minus und Minus stoßen sich ab, Plus und Minus ziehen sich an, ähnlich wie bei Magneten. Eine elektrische Ladung, U, auch Elektrizitätsmenge genannt, drückt man in Coulomb aus. Die Einheit einer elektrischen Ladung Q ist also Coulomb zu Ehren des französischen Wissenschaftlers Charles Augustin de Coulomb.